Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hatte richtig Lust, mal wieder einen Tag zu drehen. Und heute, es ist Ende August, man sollte meinen Hochphase des Sommers, aber es ist so richtig herbstlich dieses Wochenende und ich feiere das sehr. Es ist grau, es regnet zwischendurch, es ist, glaube ich, ein bisschen windig, es ist kühl. I love it. Ich habe die Duftkerze an und ich habe mich so richtig in Herbststimmung gebracht. Und deswegen drehe ich heute, und er kommt wahrscheinlich eh erst im September online, den endlich Herbst-Tag. Ich hoffe, das ist der richtige Name für den Tag zu diesen Fragen, denn ich habe mir mehrere Herbst-Tags rausgesucht und versuche noch ein paar andere zu drehen. Aber das ist jetzt der erste und ich hoffe, ich habe das richtig zugeordnet. Ich weiß leider nicht mehr, weil ich mir das nicht aufgeschrieben habe, wer diesen Ursprungstag gemacht hat, beziehungsweise bei wem ich den gesehen habe. Aber ich glaube, den endlich Herbst-Tag, ich bin mir nicht mal sicher, ob ich den nicht vielleicht auch schon mal gemacht habe, aber egal. Ich bekomme hier Fragen zu Büchern und die werde ich jetzt beantworten, beziehungsweise ich werde die Fragen mit Büchern beantworten. Ihr kennt das, ja, die Logik eines Tags und ich tagge alle Leute, alle Booktuber, die Lust haben, da mitzumachen und die den Herbst so sehr lieben wie ich. Ich bin definitiv Herbstkind, also das ist meine liebste Jahreszeit, das merke ich jedes Jahr immer wieder, dass ich da einfach glücklich bin und mich so richtig drauf freue. Also, es geht los, es sind 10 Fragen, starten wir direkt mit Frage Nummer 1. Im Herbst ist die Luft frisch und klar. Zeige ein Buch mit einem lebendigen Setting. Und das war die Frage, die ich ganz am Ende versucht habe für mich zu beantworten, weil ich erstmal überlegt habe, was ist ein lebendiges Setting oder ja, in welchem Buch kommt so ein frisches, lebendiges Setting vor. Und es ist so ein Herbst-Tag, aber ich muss euch ein Winter-Weihnachtsbuch zeigen, weil für mich war das ein sehr lebendiges Setting. Also Bücher, die sehr schwere Themen behandeln, finde ich schwierig, dass sie lebendig sind. Und hier war einfach das Setting so lebendig. Und zwar ist es von Sarah Morgan, Winterzauber, wider Willen. Falls ihr also schon Winter Reads sucht, das wäre mein Tipp. Und zwar geht es da um Kayla Green und sie ist so ein richtiger kleiner Grinch. Sie ist ein Workaholic, arbeitet, ich glaube, für eine PR-Firma. Ja, hat mit Weihnachten nicht viel am Hut und findet es eigentlich auch ganz gut, dass sie zu der Weihnachtszeit arbeiten kann und wird zu einem Hotelier gerufen. Genau, sie ist PR-Expertin, richtig, habe ich richtig in Erinnerung, nach Snow Crystal. Und das ist ein Resort, ein Ferienresort. Natürlich ist es verschneit, es ist ja Winterzeit und dort soll sie das Ganze so ein bisschen auf Vordermann bringen und natürlich ist auch eine Liebesgeschichte dabei, aber ich fand es so ein herzliches, schönes, lebendiges Setting. Ich mochte die Charaktere unheimlich gerne, sowohl die Hauptprotagonisten als auch die Nebencharaktere. Mit der guten, wie hieß sie nochmal, ich will vergessen, Kayla, wird man auch nach und nach warm. Am Anfang ist sie halt der typische Grinch-Workaholic. Und dann gibt es natürlich auch einen Mann, der ihr Herz erwärmt. Ja, Herbst, Winter, das ist die Zeit, wo ich auch anfällig für solche Art von Literatur bin. Und das hat mir einfach Spaß gemacht und es ist eben ein lebendiges Setting, weil es gibt da so Blockhütten und sie wollen da so ein bisschen das alles schick machen und ja, das hat richtig viel Spaß gemacht. Ich hätte richtig Lust, dort einfach direkt Urlaub zu machen, wenn es das wirklich geben würde, aber es ist ja leider nur ein Roman. Nummer 2. Die Natur ist schön, aber auch gerade am Sterben. Zeige ein Buch, das wunderschön geschrieben ist, aber auch ein schweres Thema wie Verlust oder Trauer behandelt. Und da fielen mir verschiedene Bücher ein und dann habe ich aber auch ziemlich eindeutig dazu gegriffen. Und von der Autorin möchte ich endlich mal mehr lesen, aber ja, ihr wisst ja, so many books, nicht so viel Zeit. Rowan Coleman, 20 Zeilen lieben. Liebe, nicht lieben, 20 Zeilen Liebe. Das habe ich von einer lieben Freundin zugeschickt bekommen und habe da auch eine Widmung drin von ihr. Also nicht von der Autorin, sondern von der lieben Freundin. Und danke Martina, dass du dieses Buch in mein Herz gebracht hast. Ich habe es auch schon oft empfohlen. Ich hatte es Sarah Sophie mal geschenkt. Ich weiß gar nicht, ob sie es schon gelesen hat. Aber ja, da geht es um eine Hospizschwester, Krankenschwester, die auch ein eigenes Thema hat. Da möchte ich gar nicht drauf eingehen. Und sie schreibt eben die Briefe für Angehörige, also die Menschen, die dort zum Sterben in diesem Hospiz sind, schreiben Briefe und die sind dazwischen auch immer abgedruckt. Und es geht aber auch um ihre Geschichte und da geht es natürlich sehr viel um Trauer und Verlust und Trauerbewältigung, aber auch um Positives und wie man damit umgehen kann. Und ich fand, das war so ein schönes Buch. Ich hatte richtig Lust, es nochmal zu lesen, weil es schon eine ganze Weile her ist. Und ihr seht schon, ich habe da einige Stellen markiert, die ich sehr, sehr gerne mochte. Ich weiß gar nicht mehr, was für Stellen das waren. Bücher sind irgendwie eine Art Zeitreise, findest du nicht? Bücher holen dich aus deinem eigenen Leben raus und lassen dich in das Leben von jemand anderen rein. Ja, also sehr liebenswerte Charaktere und sehr herzzerreißendes Buch. Aber
es passt auf jeden Fall zu dieser Frage. Und das ist auch ein Lesetipp für euch. Nummer 3. Im Herbst fängt die Schule wieder an. Okay, für die Schulkinder unter euch oder Studenten. Ich muss das ganze Jahr durcharbeiten. Ich habe keine Sommerferien, außer den Urlaub, den ich mir selber nehme. Zeige ein Sachbuch, das dir etwas Neues beigebracht hat. Und ich lese jetzt nicht extrem viele Sachbücher. Hin und wieder die letzten Jahre war was dabei. Ich hatte erst Fettlogik überwinden gedacht, dann fiel mir aber ein, dass ich da jetzt nicht viel Neues gelernt habe, sondern dass ich das Buch wirklich einfach sehr gut finde. Wo ich aber sehr viel quasi Neues gelernt habe, aber eher im Hinblick nicht auf sachliche Fakten, wobei die auch drin stecken, aber mehr aus der Sicht, ja, etwas aus einer anderen Sicht zu sehen. Und es war mehr ein augenöffnendes Buch. Und zwar ist das von Margarete Stokowski. Hat euch gerade was rausgefallen durch den Textmarkierung? Denn ich wollte es immer noch mal rereaden. Ich habe es als Hörbuch gehört. Das war auch sehr, sehr gut. Und ich habe es mir dann als Buch gekauft, weil ich es irgendwann gerne rereaden möchte und mir dann diese ganzen Markierungen setzen möchte, die ich im Hörbuch nicht so einfach setzen kann. Und das ist ein, ich würde sagen, ein tolles Grundlagenbuch zum Thema Feminismus. Da wird einfach so wunderbar, also Margarete Stokowski kann das richtig gut, sehr flüssig und angenehm zu lesen, werden einem da aber richtig die Augen geöffnet. Ich empfehle jedem, dieses Buch zu lesen. Männer, Frauen, egal. Männer vielleicht sogar noch mehr, um Dinge zu verstehen, aber auch ich habe so viel daraus gelernt. Also es ist wirklich, ja, hier steht, Stokowski zeigt, wie sich Rollenbilder und Schamgefühle manifestieren, wie sie uns einschränken und dass wir sie loswerden können. Mit scharfsinnigem Blick auf die Details gelingt ihr ein persönliches, provokantes und befreiendes Buch. Und die Zeit hat geschrieben, der neue Feminismus hat hier einen coolen Auftritt, witzig und böse, macht das Thema genussvoll für alle Seiten. Und das unterschreibe ich so. Genussvoll im Sinne von, das kann man sehr gut lesen, aber trotzdem ist es auch ein Buch, wo ich zumindest immer mal wieder innehalten musste, beim Hörbuch ging das ja auch, und drüber nachgedacht habe, ja stimmt, irgendwie hat sie recht, wenn man das aus dem Blickwinkel betrachtet, krass. Krass, 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 Männer dominiert unsere Welt dann doch ist. Es ist kein, ne, Margarete hasst Männer nicht oder ähnlich. Es ist wirklich, geht um so, so viele Themen, so viel Ungerechtigkeit und auch viele Themen, die mir zumindest in meiner Social-Media-Bubble immer wieder begegnen, weil ich Accounts folge, die auf solche Themen aufmerksam machen. Sei es, wenn wir jetzt vom Feminismus weggehen, Rassismus, Ungerechtigkeit auf der Welt und so weiter. Das ist manchmal auch sehr erdrückend. Aber wenn ihr euch mit dem Thema Feminismus auseinandersetzen wollt, und das kann ich euch empfehlen, das zu tun, dann lest dieses Buch. Frage Nummer 4. Um sich warm zu halten, ist es gut, einige Zeit mit den Leuten zu verbringen, die wir lieben. Nenne eine fiktive Familie, Freunde, Gruppe, einen fiktiven Haushalt, von der du gerne ein Teil wärst. Und da ist mir ein fiktiver Haushalt sofort eingefallen. Es gibt sicherlich ganz, ganz viele. Aber ja, ich habe es mir da ein bisschen einfach gemacht. Aber der Harry Potter kann ja mal wieder vorkommen im Tag. Ich habe jetzt das erste Buch einfach genommen, weil die Weasleys immer wieder vorkommen und die Familie von Harrys Freund Ron ist einfach so toll, dass ich sehr gerne Teil davon wäre. Ich meine, die roten Haare, ich habe mich ja schon mal ein bisschen angepasst jetzt, ne? Vielleicht wollen sie mich aufnehmen. Molly und Arthur sind so tolle Eltern, so vertreten so tolle Werte. Sie sind dabei lustig, aber auch ernsthaft. Sie sind mutig, wenn es erforderlich ist. Sie sind eine große Familie, die aus wenig viel gemacht hat und vor allen Dingen ganz viel Herz. Ganz viel Herz und allein dieser Haushalt, dieser magische Haushalt, wer liebt es nicht, in den Fuchsbau zu kommen, wenn man die Filme schaut oder eben die Bücher liest. Und ich rereade sie ja jetzt seit einigen, naja, Jahren, also seit einiger Zeit, ein, zwei Jahren, mit meiner tollen Runde mit Ruth und Carly. Und da denke ich, werden wir auch, vielleicht sogar dieses Jahr, aber ich muss mal schauen, weil ich eigentlich keine weiteren Leserunden dieses Jahr schaffe, aber ja, im Winter möchten wir das, glaube ich, dann auch beenden mit dem 7. Band. Und da werden die Weasleys auch natürlich wieder vorkommen. Und ich liebe diese Familie einfach. Und bei allem, wie schwierig J.K. als Autorin oder als Mensch ist, aus gewissen Gründen, da müsst ihr jetzt mal selber recherchieren, ich will da jetzt gar nicht drauf eingehen, liebe ich einfach die Geschichte, die sie geschaffen hat und die Weasleys in dem Fall, eine ganz tolle Familie. Nummer 5. Die bunten Blätter stapeln sich auf dem Boden. Zeige uns einen Haufen von herbstfarbenen Covern. Ja, und da ich mein Bücherregal nach Farben hauptsächlich sortiert habe, könnte ich euch jetzt einfach die ganzen rot-orangenen Cover zeigen. Ich blende sie einfach mal ein. Aber ich habe mir noch, ich glaube, 2 rausgesucht, die für mich auch herbstlich sind. Nicht aufgrund der Farbe, das habt ihr ja gesehen. Da sind einige Bücher, die so rot
rötlich-orange sind, aber die trotzdem herbstlich sind. Zum einen habe ich hier, und ich halte es sehr gerne mal in die Kamera, weil es nicht so oft auftaucht auf BookTube, Lisa Grunwald, Mit dir für alle Zeit. Ich mochte das ja sehr, sehr gerne. Es ist ein ruhiger Roman. Es ist ein Roman, der eine magische Komponente hat, und zwar, weil Nora jedes Jahr im Dezember in der Grand Central Station erscheint. Nora ist ein Geist und sie trifft da auf Joe, Weichenmechaniker Joe. Und da gibt's, ja, entspinnt sich eine Liebesgeschichte, eine tragische Geschichte, eine schöne Geschichte, eine für mich atmosphärische Geschichte, weil sie eben in dieser Grand Central Station spielt, die ich auch sehr, sehr mag in New York. Und ich finde aber, das Cover hat was Herbstliches, weil ich finde es an sich einfach wunderschön, diese gezeichnete Frau mit diesem wunderschönen, in Anführungszeichen altmodischen Kleid, denn Nora ist ja aus den 50ern, glaube ich. Und es weht so. Und für mich ist Herbst auch Wind und Herbststürme. Und dieses, ja, Cover, für mich hat das immer ein herbstliches Gefühl ausgelöst. Ihr könnt mir sehr gerne mal schreiben, ob euch das auch so geht oder ob ich das da nur reininterpretiere. Aber für mich sieht es einfach so aus. Und dann habe ich noch ein Cover entdeckt, allerdings von einem Subbuch. Das habe ich noch nicht gelesen. Es ist ein Musso. Einer der vielen Mussos, die... Wenn ihr die Rache des Sub kennt, dann wisst ihr, dass der gute Musso mir dieses Jahr so ein bisschen das Genick bricht. Aber ja, zurück zum Cover. Bei dem Vielleicht-Morgen-Buch, da ist auch eine Szene aus New York und es ist auf der Brooklyn Bridge. Und man sieht, die Straße ist nass, das heißt, es hat geregnet, das ist schon mal herbstlich. Und New York liegt im Nebel. Und ich finde dieses Cover sehr herbstlich vom Wetter her. Jetzt nicht wegen der Farben, wobei sie hat einen roten Mantel an. Das kann man ja auch durchaus in den Herbst packen. Aber ja, es gefällt mir sehr gut. Hinten ist es nochmal ohne Frau drauf. Und ich finde das sehr stimmungsvoll. Auch wenn es jetzt eben nicht rot-orange Hauptanteile hat. Das Wetter, was da drauf ist, ist halt definitiv herbstlich. Also ja, Frage erfüllt, würde ich sagen. Nummer 6. Herbst ist die perfekte Zeit zum Geschichtenerzählen am Kamin. Zeige ein Buch, in dem jemand eine Geschichte erzählt. Und ja, im Grunde erzählt ja der Autor immer eine Geschichte. Ich habe mich für ein Buch entschieden, wo die Person oder das Wesen, was die Geschichte erzählt, durchaus auch Teil der Geschichte ist, aber eben ja hauptsächlich eigentlich die Geschichte eines jungen Mädchens erzählt. Und ich spreche hier vom Tod. Und jetzt werden viele wissen, welches Buch ich meine, und zwar von Markus Zusack, Die Bücherdiebin. Meiner Meinung nach schon ein absoluter Klassiker. Es ist ein dickes Buch, aber ich bin damals sehr, sehr gut schnell durchgekommen, weil es mich einfach gepackt hat. Die Geschichte rund um Liesel. Liesel lebt in Deutschland während des Zweiten Weltkriegs. Sie ist Bücherdiebin. Wieso, weshalb, warum sie zur Bücherdiebin wird, das müsst ihr selber lesen. Und der Tod begleitet Liesel. Und es ist wirklich eine herzerreißende Geschichte, eine richtig tolle Geschichte. Es geht natürlich auch um die Judenverfolgung im Zweiten Weltkrieg. Sie lebt bei einer Familie und die haben einen Juden im Keller versteckt. Und was das alles mit Liesel macht, was der Familie passiert und so weiter, das wird eben hier aus der Sicht des Tod erzählt. Und ganz oft erleben wir das auch so in der Art des Schreibens. Es sind sogar, das wusste ich gar nicht mehr, Zeichnungen drin. Ich finde, Markus Zusack hat da einen ganz tollen Schreibstil gefunden, auch wenn es total crazy klingt, aus Sicht des Todes eine Geschichte zu erleben. Aber das ist ihm wahnsinnig gut gelungen in diesem Buch. Der Akku blinkt, ich hoffe, er hält noch ein bisschen durch. Die Nächte werden dunkler, zeige eine dunkle, gruselige Geschichte. Und das finde ich schwierig. Ich lese wenig, also bis gar nicht so Horrorliteratur und dunkel, gruselig. Aber ich finde die menschliche Psyche manchmal auch sehr dunkel und sehr gruselig. Deswegen habe ich mich für zwei Bücher vom gleichen Autoren entschieden. Und zwar nicht für seine Romane. Er schreibt auch Romane. Also das ist auch ein Roman, weil es ist keine wahre Geschichte, aber für zwei seiner Thriller, die ich gelesen habe und sehr gut fand. Wenn Schweigen tötet und Die gute Seele von John Maas. Bei Thrillern vergesse ich immer relativ schnell, worum es ging, aber John Maas schafft es, sehr besondere Themen anzusteuern. Und da geht es wirklich um die psychischen Abgründe, die dunklen menschlichen Abgründe. Bei Wenn Schweigen tötet geht es darum, dass, ja, wir erfahren zwei Frauen, die zusammenleben. Die eine, ja, kettet die andere aber an. Wie die beiden Frauen zueinander stehen, warum die eine in Gefangenschaft bei der anderen lebt, was es damit auf sich hat, das müsst ihr selber erfahren. Wenn Schweigen tötet, fand ich sehr gut. Und noch einen Tick sogar besser fand ich Die gute Seele, beide aber absolute Thriller-Empfehlungen. Die gute Seele, ja, da geht es um einen Telefonseelsorgeservice, wo eine Frau arbeitet, die den Menschen, die da anrufen, nicht hilft. Nicht so richtig, sondern die Suizidgedanken haben, noch darin bestärkt. Und das ist so
krass und krank. Und John Mars schafft es aber, das so gut zu schreiben, dass man sich das tatsächlich vorstellen kann, dass es solche Menschen geben könnte. Ich mag mir das gar nicht vorstellen, aber John Mars bringt mich dazu, mir das vorzustellen. Und deswegen menschliche, dunkle, psychische Abgründe, die sich hier auftun. Und ja, beides Bücher Empfehlung. Nummer 8. Die Tage werden kälter. Zeige ein kurzes, herzerwärmendes Buch, das jemanden an kalten und regnerischen Tagen aufwärmen könnte. Kurz ist ja immer relativ. So richtig viele kurze Bücher habe ich gar nicht, wenn man jetzt alles ab 300, 350 Seiten als normales Buch betiteln würde. Aber ich weiß nicht, wie viele Seiten das Buch hat. Ich habe es als Hörbuch gehört. Es ist aber nicht wahnsinnig lang. Und zwar von Matt Haig, Ein Junge namens Weihnacht. Da spielen wir jetzt, oder ich jetzt auch schon wieder, das Weihnachtsthema. Es tut mir leid, aber bei herzerwärmend kommen mir halt Weihnachtsbücher in den Sinn. Und bei diesem Buch geht es um den jungen Santa Claus, heißt er glaube ich nicht. Wie heißt er denn? Ah! Auf jeden Fall geht es um den Weihnachtsmann, wie er zum Weihnachtsmann wurde. Und es ist so lustig, bis auf eine Szene, die fand ich irgendwie ein bisschen zu übertrieben. Aber es ist so ein herzlich lustiges, herzerwärmendes Buch, eine total süße, witzige Geschichte. Nicht so kindlich, wie man vielleicht denkt an manchen Stellen, aber durchaus auch für ältere Kinder zu hören oder zu lesen. Und es gibt auch Nachfolger, den zweiten Band habe ich auch noch gehört, den dritten und vierten noch nicht, aber das sind eigenständige Geschichten. Und Ein Junge namens Weihnacht ist einfach eine sehr, sehr, sehr schöne Geschichte und herzerwärmend, wie gesagt. Nummer 9. Der Herbst kehrt jedes Jahr zurück. Zeige einen alten Liebling, zu dem du bald zurückkehren möchtest. Ja, ja, das Thema mit den Rereads ist ja nicht so einfach. Ich habe vor ewigen Zeiten ein Diese 5 Bücher möchte ich rereaden Video gedreht. Ich glaube, 3 davon habe ich rereadet. Und es gibt eines, was aktuell gerade wieder sehr in mir brennt, ist zu rereaden oder als Hörbuch zu hören. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Das Buch habe ich gelesen 2017, Ende 17 auf meiner Australienreise. Und ich habe das so geliebt, das war so eine spontane Entdeckung, weil der Film angekündigt war. Und den Film habe ich auch im Kino gesehen und jetzt wissen vielleicht einige, worum es geht. Ich habe den Film letztens auch nochmal zu Hause geschaut und ich feiere ihn immer noch sehr. Auch wenn der Film anders, ein bisschen anders ist als das Buch an manchen Stellen, aber auch verständlich, weil es manchmal schwierig ist, das filmisch so umzusetzen. Aber ich spanne euch nicht länger auf die Folter. Es ist Ernest Cline, Ready Player One. Es geht um Virtual Reality. Ich liebe Virtual Reality. Das ist ein so geiles Thema. Ich finde das sehr spannend und naja, da wird noch einiges auf uns zukommen. Das ist natürlich der YouTube-Videodreh-Klassiker. In den letzten Minuten macht der Akku schlapp. Okay, ich habe verstanden, genug Videos für heute gedreht. Ich wollte doch aber noch die letzten Fragen beantworten. Was habe ich gesagt? Das ist eine Dystopie und spielt in der Zukunft, wo ja, die meisten in einer virtuellen Welt quasi leben, weil die eigentliche Welt nicht so schön ist. Und der Erfinder dieser Oasis, der virtuellen Welt, der verstirbt und hinterlässt ein Testament, dass derjenige, der 3 Easter Eggs findet in diesem Spiel, alles erbt. Die Kontrolle über die Oasis und so weiter. Und ja, Wayne Watts ist einer, der sich auf die Jagd macht. Dieses Spiel läuft schon eine ganze Weile, beziehungsweise es wird schon eine ganze Weile danach gesucht, aber ich glaube ein paar Jahre. Aber bis jetzt hat noch keiner nicht mal das erste Rätsel gefunden oder lösen können. Und natürlich, unser Protagonist Wayne schafft es. Und dann beginnt eine Jagd, es ist eben gesellschaftskritisch. Da steckt wirklich ganz viel drin. Es ist auch gar kein dünnes Buch, sehe ich gerade. 530 Seiten, aber ein Science-Fiction, den ich geliebt habe. Weil es ganz viele 80er-Elemente hat, ganz viele Gaming-Elemente und ich tatsächlich ein Gaming-Kind war, ein bisschen. Wie gesagt, in den 90ern oder Ende der 90er. Im Moment bin ich bin da auch nicht mehr im Thema und schaue auch keine Let's Plays oder so, aber wäre ich jetzt Teenager, wäre ich total in den Let's Plays gefangen und in der PlayStation oder Xbox. Auf jeden Fall mochte ich diese 80er-Elemente super gerne, es hat so viel Spaß gemacht und ich würde es super gerne eben nochmal lesen. Und deswegen ist das die Antwort auf die vorletzte Frage. Ich glaube, ich habe nur noch eine Frage. Und zwar, Herbst ist die perfekte Zeit für gemütliche Leseabende. Zeige dein liebstes Accessoire für gemütliche Lesestunden. Genau, jetzt geht es ja nicht mehr um ein Buch, denn das Buch selber ist ja schon mal ein Accessoire für eine gemütliche Lesestunde. Das ist quasi die Grundvoraussetzung. Dann habe ich überlegt, Tee, Duftkerze, die Klassiker werden irgendwie immer gezeigt. Ich meine, eine Duftkerze brennt hier auch noch. Ich sollte mir auch mal einen Tee machen. Ich habe nach 3 Videos ein bisschen Flüssigkeitsbedarf. Aber dann fiel mir etwas ein, was bei einem gemütlichen Herbstleseabend absolut niemals fehlen darf. Ja, das ist ganz klar. Die Kuscheldecke.
Und ich liebe meine Sternchen-Kuscheldecke, die ist so richtig schön weich und flauschig. Ich habe sie auch schon ein paar Mal gewaschen, denn sie wird heiß geliebt und da landet dann auch mal so ein bisschen Tee oder Kekskrümel drauf. Und das gehört einfach dazu, auch wenn ich natürlich die Heizung anmache und es jetzt nicht super kalt in meiner Wohnung ist. Ich bin aber auch kein Fan davon, dass man im Winter im T-Shirt rumlaufen muss, also so warm muss es dann nicht sein. Ich mag das lieber, wenn es kühl und klar ist, die Luft, und zwischendurch auch mal ordentlich lüften. Und wenn man dann so unter der Kuscheldecke sitzt und sein Buch liest, richtig schön. Und das werde ich heute Abend auch auf jeden Fall machen, denn es ist zwar Ende August, aber wie ich schon sagte, es ist richtig herbstlich. Es wird auch immer dunkler. Ich glaube, ihr seht das hier. Ich habe zwar die Softbox an, aber die muss ich da mal einstellen. Und durch den Akkuwechsel ist das jetzt eh durcheinander gekommen. Aber das ist meine Antwort. Kuscheldecke, die muss sein. Und das war dieser Tag. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr ihn selber drehen wollt, dann sagt mir gerne Bescheid, wenn ihr es gemacht habt. Schaue ich mir super gerne an. Ich recherchiere nochmal, von wem der vielleicht ursprünglich kam. Ob ich das rausfinde, weiß ich nicht. Aber wo ich ihn selber gesehen habe, dann verlinke ich euch unten noch welche. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag, Mittag oder Abend. Genießt den Herbst, wenn es soweit ist. Ich hoffe, das geht ganz schnell. Und wenn das Video online geht, ist vielleicht schon Herbst. Ich weiß es nicht. Bis dahin, schönen Tag, Mittag oder Abend. Wir sehen uns bei einem der nächsten Videos. Bis dann.